Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Beim Benzinpreis, da sind sich Autofahrer so ziemlich einig, der ist in schwindelerregende Höhen angestiegen. Stellt sich die Frage, als Autofahrer kann man ja eigentlich nicht wirklich viel dagegen tun. Kann man das vielleicht wenigstens als Anleger? Das ist unser Thema heute bei Zertifikate aktuell. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Markus Jakubowski von der Société Générale. Herr Jakubowski, ich habe es gerade angesprochen, der Benzinpreis, der ist ja ganz ordentlich gestiegen. Das sieht man ja dann auch an der Börse. Geht das so weiter? Also bis auf Weiteres, denke ich, wird das so weitergehen. Wir haben jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder auch eine gewisse Volatilität gesehen. Wenn man sich mal Öl anschaut, Brent oder WTI, da gab es immer mal wieder Schwankungen. Aber wie Sie schon angesprochen haben, letztendlich ist das Öl auf einem sehr hohen Niveau geblieben und so auch der Benzinpreis. Und es ist eigentlich, wenn es jetzt nicht zu einer massiven Abkühlung der Wirtschaft kommen sollte, nicht davon auszugehen, dass wir hier jetzt signifikante Rückgänge sehen werden. Ja, Autofahrer stöhnen ja angesichts dieser Benzinpreise und da kann ich als Autofahrer eigentlich wenig tun. Ich kann laufen, ich kann das Fahrrad nehmen oder mir eine möglichst günstige Tankstelle suchen. Stellt sich jetzt aber die Frage, habe ich hier an der Börse, habe ich als Anleger vielleicht Möglichkeiten, wenigstens hier quasi gegenzusteuern? Ja, es gibt auch hier die Möglichkeit, zumindest davon auf eine gewisse Art und Weise zu profitieren. Es gibt nicht nur auf eben die Ölsorten, die wir kennen, Brent, WTI, handelbare Future-Kontrakte, sondern eben auch direkt auf Benzin, Gasoline nennt sich das. Das ist bleifreies Benzin und hier drauf kann man auch Produkte konstruieren und damit hat der Anleger die Möglichkeit, hier auch von diesen Kursen zu profitieren. Also es wird es nicht schmälern, was ich an der Tankstelle letztendlich zu bezahlen habe, aber ich kann mir sagen, okay, wenn ich denn schon darunter leiden muss, dass der Preis so hoch ist, dann will ich vielleicht auf der Anlageseite versuchen, davon auch zu profitieren. Ja, so kann ich zumindest versuchen, das Geld, was ich auf der einen Seite ausgebe, vielleicht anderweitig wieder ein bisschen reinzuholen. Schauen wir uns genauer an, wie das funktionieren könnte. Sie haben uns heute ein Produkt mitgebracht, hier eine Aktienanleihe Protect, bezogen auf den Gasoline Future. Wie funktioniert jetzt das Ganze und wie funktioniert auch hier dieser Protect-Mechanismus? Also das ist eine Aktienanleihe, Laufzeit ein Jahr auf den Gasoline Future. Und das funktioniert so, dass ich zum Laufzeitende ein Coupon von 8% bekomme, solange Gasoline, der Basiswert, nicht mehr als 20% verliert. Das ist diese Protect-Bezeichnung. Und hier auch noch dazu, oftmals hat man das auch mit einem durchgängigen Barriere. Bei diesem Produkt ist es so, dass letztendlich nur ausschlaggebend ist der Kurs zum Ende der Laufzeit in einem Jahr. Bin ich dann unterhalb des gefixten Levels 80% oder mehr, dann mache ich Verlust. Ansonsten bekomme ich 100 und den Coupon. Das ist eben hier so die Rechenweise. Sollte ich drunter fallen, unter diese 80%, auch hier noch der Zusatz, wie bei Aktienanleihen grundsätzlich, bekomme ich den Coupon von 8% generell. Schauen wir mal auf die Risikoseite. Was passiert jetzt, wenn sich dann doch ganz anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt habe? Was kann quasi hier für den Anleger im schlimmsten Fall passieren? Also im schlimmsten Fall kann das schon passieren, dass ich eben den Verlust prozentual zu realisieren habe, wenn nach einem Jahr eben der Basiswert mehr als diese 20% gefallen ist. Beispielsweise sollte er 30% fallen zum Laufzeitende, dann hätte ich eben einen Verlust von 30% zu verzeichnen. Immer nochmal abzüglich des Coupons von 8%, den ich hier immer bekomme. Außerdem haben wir hier natürlich wie immer das Emittentenrisiko. Also wir sehen hier Chancen und Risiken auf jeden Fall. Was würden Sie dementsprechend sagen, für welchen Anleger wäre das geeignet? Also von der Produktkonstruktion ist das schon auch was für einen eher risikoaverseren Anleger. Ich habe die Konstruktion Aktienanleihe. Ich habe auch dadurch, dass dieser Mechanismus mit den 80% mit der Barriere nur zum Laufzeitende aktiv ist, jetzt auch nicht grundsätzlich die permanente Notwendigkeit, hier jederzeit auf den Basiswert zu schauen. Sollte es während der Laufzeit auch mal zu stärkeren Rückgängen kommen und die wieder aufgeholt werden, verliere ich nicht mein Anlageziel. Von daher ist es für einen konservativeren Anleger, der natürlich eine Markterwartung sich gebildet hat bezüglich der konjunkturellen Entwicklung. Wir sehen, dass hier gerade Öl und eben auch Benzin von diesem Faktor abhängen und der Meinung ist, dass
dass es hier beispielsweise nur zu nicht zu signifikanten, sondern nur leichteren Rückgängen kommt oder eben hier weitere Kurssteigerungen zu verzeichnen werden auf den Investitionszeitraum von einem Jahr. Ja, vielleicht sieht man dann auch immer mehr Menschen, die sich dann über steigende Benzinpreise auch freuen. Herr Jakubowski, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön. Das war's für diese Ausgabe von Zertifikate aktuell. Und natürlich können Sie die ganze Sendung auch nochmal anschauen unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.